hörst die Lesung eines Textes auf dem Kanal Spiritscape, gelesen von Wolfgang. Bitte überprüfe mit deiner Intuition den Wahrheitsgehalt selbst. Wie man Zeitlinien überspringt und den Aufstieg beschleunigt. Der neuntdimensionale arcturianische Rat durch Daniel Scranton am 8. Februar 2022. Übersetzt von Wolfgang. Seid gegrüßt, wir sind der arcturianische Rat. Wir freuen uns, mit euch allen in Kontakt zu treten. Wir sind oft angenehm überrascht von der Menschheit und der Art und Weise, wie ihr diese plötzlichen Schübe von hochfrequenten Schwingungszuständen haben könnt. Wir sehen, dass viele von euch die Zeitlinien überspringen und in kürzester Zeit in viel bessere Realitäten gelangen, weil ihr bereit seid, die notwendige Arbeit an euch selbst zu leisten, die es euch ermöglicht, mit den Energien des Aufstiegs Schritt zu halten, die Energien der Transformation sind. Beim Aufstieg geht es nicht nur darum, euch an einen besseren Ort zu bringen, weil ihr gute Menschen seid. Beim Aufstieg geht es darum, euch zu helfen, euch von innen heraus zu transformieren, was dann den besseren Ort um euch herum schafft. Und das ist es, was ihr die ganze Zeit tut. Wenn ihr also Verbesserungen in eurem Leben seht, dann wisst, dass das daran liegt, dass ihr euch selbst verbessert habt. Wenn ihr spürt, dass die Energien in jedem Moment stark und mächtig sind, wollt ihr euch ihnen hingeben. Ihr wollt darauf vertrauen, dass die Energien euch helfen werden, dass sie für euch bestimmt sind und dass sie euch auf eine höher schwingende Ebene der Existenz bringen, die auch eine bessere Zeitlinie ist. Eine Zeitlinie ist nur eine Aneinanderreihung von Jetzt-Momenten, die für den Verstand einen logischen Sinn ergeben. Aber ihr müsst nicht auf einer Zeitlinie bleiben. Euer Verstand ist durchaus in der Lage, die Kontrolle zu übernehmen und eurem kindlichen, fantasievollen Selbst zu erklären, was ihr nicht erwarten könnt, dass die Dinge viel anders sind als gestern. Euer Verstand genießt die Begrenzung, denn sie hilft ihm, die Welt zu verstehen und zu verstehen, wie sie funktioniert. Aber ihr seid dazu da, über den Verstand hinauszugehen, um in Bereiche vorzudringen, die der Verstand unmöglich ergründen oder verstehen kann. Euer Verstand kann sich die Realitäten, die auf euch zukommen, nicht einmal vorstellen. Wenn ihr euch also dem hingebt, was ihr um euch herum spürt, Energien, die eure Transformation und euren Aufstieg unterstützen, könnt ihr die Kontrolle loslassen, mit dem Strom schwimmen und euch auf die Zeitlinien mit dem besseren Gefühl bringen lassen. Es ist einfach, wenn ihr nicht mehr versucht, es herauszufinden. Es ist einfach, wenn ihr die mentale Gymnastik und die mentale Verarbeitung loslasst und euch stattdessen in die Geschehnisse hineinfühlt und die emotionale Verarbeitung und die Schwingungsaktivierung durchführt, die ihr erleben wollt. So funktioniert das Universum. Es ist wirklich ganz einfach. Und wenn ihr den Dreh erst einmal raus habt, könnt ihr leben, wie ihr wollt und gehen, wohin ihr wollt und sogar sein, wer immer ihr sein wollt. Man muss sich nur ein bisschen konzentrieren. Ihr müsst euch auf die richtige Art und Weise konzentrieren, denn ihr konzentriert euch immer auf irgendetwas, aber ihr achtet nicht immer darauf, wie ihr euch bei dem fühlt, worauf ihr euch konzentriert. Wenn wir sehen, dass die Menschen sich mehr darum kümmern, wie sie sich fühlen, dann sehen wir die großen Sprünge, die scharfen Linkskurven und die gewaltigen Ausschläge in der Schwingung des gesamten menschlichen kollektiven Bewusstseins. Und das ist es, was wir gerne sehen wollen.
Deshalb geben wir euch immer wieder die Gebrauchsanweisung und unterstützen euch bei all euren Bemühungen. Wir sind der Arcturianische Rat und wir haben es genossen, uns mit euch zu verbinden. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung von Spiritscape. Vielen Dank für deinen Energieausgleich.